Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer zum Journal. Tja, Schnee ist ja derzeit das alles bestimmende Thema bei uns im Süden und natürlich auch bei uns in der Sendung. Außerdem haben wir noch diese Berichte für Sie vorbereitet. Finanznot, die Fluggesellschaft Germania steckt in Schwierigkeiten. Musikalisch, das Phantom der Oper gastiert am Bodensee. Talentiert, Schüler sprechen für die Rollen im Ravensburger Rutentheater vor und eiskalt, Corinna Borau mit den Aussichten für die zweite Wochenhälfte. Das Schneechaos vom Wochenende scheint zwar mittlerweile überwunden, aber erst jetzt kommen nach und nach die Schäden des Wintereinbruchs ans Licht. In einem Lindauer Gewerbegebiet hat der schwere Schnee die Lagerhalle eines Bootsverleihs eingedrückt. Da die Halle einsturzgefährdet ist und man sie nicht betreten darf, kann der Schaden noch nicht beziffert werden. Außerdem hatten die Kinder in Lindau auch heute wieder schulfrei. Die Schulwege waren laut der Stadt zu gefährlich. Im Landkreis Ravensburg warnen die Behörden die Bevölkerung. Das Forstamt rät dringend, Waldgebiete zu meiden, bis der Schnee von den Ästen der Bäume abgetaut ist. Aufgrund der großen Schneelast drohen nämlich Äste abzubrechen oder ganze Bäume umzustürzen. In Wangen scheint sich die Situation etwas gebessert zu haben. Immerhin fahren hier die Stadtbusse seit gestern Nachmittag wieder. Allerdings müssen Fahrgäste immer noch mit Verspätungen rechnen. Wie die Menschen bei uns in der Region mit den aktuellen Warnungen und dem Schnee und dem Glatteis umgehen, wir haben in Friedrichshafen, in Tuttlingen und in Ravensburg nachgefragt. So zur Warnung, was sagen Sie da, gerechtfertigt oder eher übertrieben? Nee, auf jeden Fall gerechtfertigt. Ich fahre jeden Tag an sehr vielen Autos vorbei, die draußen liegen. Gerade wenn es berghoch geht oder so, dann würde ich schon auf jeden Fall aufpassen oder zum Wald, weil dann siehst du ja gar nichts mehr oder kommst gar nicht mehr durch. Also durch den ganzen Schnee siehst du ja gar nichts mehr. Das Glatte ist das Sturzgefahr, da bin ich auch ein bisschen allergisch, muss ich sagen. Da habe ich immer Ängste. Verhalten Sie sich deshalb jetzt anders so im Straßenverkehr? Nö, eigentlich nicht. Wieso? Ich glaube, jeder von uns muss sein Leben auf die Witterungsbedingungen einstellen. Und dann muss man halt, wenn es nicht geht, manche Wege sich auch sparen. Aber ich glaube, dass wir nicht bei jeder Schneeflocke gleich in Panik ausbrechen sollten. Also ich gehe nachher snowboarden. Das ist meine Konsequenz. Da passt man halt ein bisschen auf, guckt vorher, wenn man an Bäume vorbeiläuft. Ja, aber es gibt keine Probleme deswegen. Nö, ich fahre immer vorsichtig und angepasst an die Verhältnisse. Macht mir jetzt nichts aus. In Lindau haben ja die Schüler noch schulfrei heute. Wie finden Sie das? Ist das übertrieben oder ist das gerechtfertigt? Ich finde es übertrieben. Das freut die Kinder und wenn das ein paar Tage geht, ist ja in Ordnung. Also da würde ich sagen, dass das nicht übertrieben ist, weil das viele Busse fahren durch den Wald. Ne? Und ich kenne die Straßen dort alle. Ne? Und ich sehe immer wieder umgeknickte Bäume. Die IHK Bodensee-Oberschwaben begrüßt die durch Innenminister Thomas Strobel angekündigte Erhöhung der Landesförderung für den Breitbandausbau. Künftig können dadurch 90% der Kosten für den Breitbandausbau durch Kommunen von Bund und Land übernommen werden. Für die Unternehmen ist die Breitbandversorgung laut IHK-Standortumfrage seit Jahren der wichtigste aller Standortfaktoren. Und damit kommen wir zu weiteren Nachrichten bei uns aus der Region. Bei einem Zusammenstoß auf schneeglatter Fahrbahn ist am Mittwochmorgen ein 52-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 8.45 Uhr mit seinem Toyota von Zell in Richtung B311 unterwegs. Dort überholte er einen VW, verlor dann allerdings auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto und geriet ins Schleudern. Der 24-jährige VW-Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. Der Toyota-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste vom Notarzt versorgt werden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Fahrer des VW blieb unverletzt. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro. Offene Türen im Dornier-Museum. Der Direktor David Dornier hat sich mit einem offenen Brief an die Bürger der Stadt Friedrichshafen gewandt. Darin dementiert er, dass seinem Haus das baldige Ende droht. Fast 10 Jahre nach der Eröffnung des privaten Museums sei es immer noch hell erleuchtet, so Dornier. Der Enkel des legendären Flugzeugbauers Claude Dornier plant am 7. April einen Tag der offenen Tür. Im Mittelpunkt die 1977 entführte Boeing Landshut. Sie soll als Teil des Dornier-Museums zu einer Gedenkstätte für die Opfer des RAF-Terrors ausgebaut werden. Der Prozess um ein getötetes Baby bei Mengen im Landkreis Sigmaringen wird neu aufgerollt.
Eine junge Frau aus dem Kreis Konstanz hatte ihr Baby direkt nach der Geburt erstickt. Die Frau wurde daraufhin wegen Mordes aus niederen Beweggründen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Der Bundesgerichtshof hat das Urteil des Landgerichts Ravensburg jetzt aufgehoben. Er fordert eine Neuverhandlung, unter anderem in Bezug auf die Motive der Frau. Eine Neuverhandlung könnte auch ergeben, dass es sich statt Mord um Totschlag oder um eine Körperverletzung mit Todesfolge gehandelt hat. Termine für den neuen Prozess stehen noch nicht fest. Marienplatzsperrung für Busverkehr schwierig. In Ravensburg verwandelt sich der südliche Marienplatz ab 2022 für rund 2 Jahre in eine Baustelle. Der Platz wird umgestaltet. Busse dürfen mindestens für die Bauzeit, vielleicht auch dauerhaft, nicht mehr passieren. Die Umleitung wird südlich an der Altstadt vorbeiführen. Doch dort fehlen Wartehäuschen. Rollstuhlfahrer können nicht in Busse einsteigen, weil der Platz für das Ausklappen der Rampe fehlt. Die Stadtwerke haben jetzt gefordert, dass bis 2022 barrierefreie Haltestellen mit Wartehäuschen auf der Umleitungsstrecke gebaut werden müssen. Politische Beschlüsse dazu werden allerdings erst nach der Kommunalwahl Ende Mai fallen. Der Tuttlinger Baubürgermeisterposten ist offiziell vakant. Willikam hat vor wenigen Wochen wegen Krankheit aufgehört. Ob die Stelle wiederbesetzt wird, steht derzeit auf der Kippe. Die Gemeinderatsfraktion LBU sowie die kleinen Fraktionen und Gruppen im Gemeinderat bevorzugen einen Stadtbaumeister, auch aus Kostengründen. Die SPD dagegen sieht die Aufgabe aber als so umfangreich, dass sie Kamms Stelle wiederbesetzt haben will. Die CDU könnte das Zünglein an der Waage sein. Die Fraktion hat noch keine Entscheidung dazu getroffen, will sich aber demnächst dazu zusammensetzen. Willkommen zurück im Journal. Die größte touristische Fluggesellschaft am Bodensee, Airport, hat Finanzprobleme. Germania könnte sich damit in eine ganze Reihe von Pleite-Airlines einreihen, von denen jedes Mal auch Passagiere bei uns am Bodensee betroffen waren. Noch ist der Geschäftsführer des Häfler Flughafens aber optimistisch. Meine Kollegin Lilia Ben-Amor berichtet. Erst Hamburg International, dann Intersky, VLM, Monarch und jetzt auch Germania. Die Berliner Fluggesellschaft steckt in finanziellen Schwierigkeiten und ist damit die 5. Airline, von denen auch die Passagiere des Häfler Flughafens betroffen sind. In einer Pressemitteilung verkündet Germania, sie seien auf der Suche nach Möglichkeiten, um kurzfristig zahlungsfähig zu bleiben. Der Geschäftsführer des Bodensee Airports, Klaus-Dieter Wehr, sieht aber noch keine Pleite kommen. Er bleibt optimistisch. Ich glaube nicht, dass es so weit kommt. Klar, wir haben in der Historie Schwierigkeiten gehabt mit Fluggesellschaften. Aber 2018 war insgesamt ein schwieriges Jahr, wenn Sie sich Air Berlin und die Effekte im Markt anschauen. Relativ starke Turbulenzen in der Airline-Branche. Von daher, ich glaube nicht, wir setzen da aufs falsche Pferd. Die Frage ist natürlich auch, wie viele Optionen gibt es überhaupt im Markt? Wir haben so einen engen Kontakt mit der Germania, dass ich da sicher bin, dass wir die Situation jetzt auch lösen. Laut Germania gibt es viele Gründe für die finanziellen Schwierigkeiten. Unter anderem teures Kerosin, die Abwertung des Euros gegenüber dem US-Dollar und hohe Servicekosten. Der zunehmende Konkurrenzdruck macht der Airline zu schaffen. Germania prüft aktuell mehrere Optionen einer Finanzierung, um den kurzfristigen Liquiditätsbedarf zu sichern. Es geht dabei um die zentrale Frage, wie wir als mittelständisches Unternehmen auch weiterhin in einem Marktumfeld schlagkräftig bleiben, das von Fluggesellschaften mit konzernähnlichen Strukturen geprägt ist. Für dieses Jahr befürchtet der Bodensee Airport keine Konsequenzen aus dem finanziellen Engpass der Fluggesellschaft. Die Nachfrage in Friedrichshafen sei hoch und das Geschäftsmodell mit Germania habe bisher gut funktioniert. Erst vor wenigen Tagen konnte der Flughafen steigende Passagierzahlen verkünden. 540.000 Reisende im Jahr 2018. Allerdings, der wichtigste Träger dieses Wachstums ist Germania. Das Wachstum kommt übrigens nicht alleine von der Germania, sondern wir reaktivieren ja auch die innerdeutschen Strecken. Wir haben Düsseldorf letztes Jahr aktiviert. Wir beginnen mit Hamburg am 14. Januar. Turkish Airlines wird auf tägliche Istanbul-Flüge umstellen von 4 Flügen wöchentlich letztes Jahr. Die Lufthansa ist relativ gut gewachsen letztes Jahr. Also wir haben da verschiedene Faktoren und nicht alleine die Germania. In diesem Sommer fliegt Germania von Friedrichshafen erstmals Ibiza und Olbia auf Sardinien an. Diese und auch alle anderen Flüge sollen trotz Schwierigkeiten planmäßig weiterlaufen.
Mit dem vielen Schnee haben ja nicht nur Autofahrer und Schüler zu kämpfen. In Neu-Ravensburg beispielsweise ist deswegen jetzt der Narrensprung abgesagt worden. Er hätte am kommenden Samstag stattfinden sollen. Die Neu-Ravensburger Narrenzunft teilte auf Facebook mit, dass eine hundertprozentige Sicherheit und ein reibungsloser Ablauf wegen der aktuellen Wetterlage nicht zu gewährleisten seien. An der Entscheidung waren demnach Vertreter von Polizei, Feuerwehr, Bauhof, Stadtverwaltung und natürlich auch die Narrenzunft beteiligt. Noch einmal Kurznachrichten bei uns aus der Region. Jahrelanges Provisorium Bahnübergang. Seit über 5 Jahren gibt es in Bad Saulgau einen Bahnübergang, an dem die Autos vorbeifahren. Provisorische Absperrungen verhindern die Nutzung des Übergangs. Nur Fußgänger und Radfahrer dürfen die Gleise überqueren. Beim Bau der Entlastungsstraße haben Bund und Bahn eine Überquerung der Bahn für Autos bezahlt. Unter der Bedingung, dass dieser Übergang abgebaut wird. Eine Alternative fehlt bislang. Vieles wurde geplant und wieder verworfen. 2019 soll der Übergang nun tatsächlich kommen, versprach Bürgermeisterin Doris Schröter beim Neujahrsempfang. Tafelladen fehlen Mitarbeiter. Der Trossinger Tafelladen startet ins neue Jahr und hofft auch auf neue Ehrenamtliche. Sowohl für den Tafel- als auch für den Kleiderladen sucht das Team Verstärkung, wie Leiterin Manuela Schwarzwälder sagt. Bei Krankheiten oder Urlauben sei es derzeit schwierig, die Läden zu besetzen. In der Tafel sind an den Verkaufsnachmittagen 8 Ehrenamtliche im Einsatz, im Kleiderladen mindestens 3. Außerdem sind die beiden auf der Suche nach einem weiteren Fahrer oder Mitfahrer für die Montagstour. Das Hohner Konservatorium in Trossingen bekommt einen neuen Geschäftsführer. Bernhard van Almsick wird sein Amt voraussichtlich im Sommer, spätestens zum 1. Juli, antreten können. Hier ist er im Gespräch mit Akkordeondozent Hans-Günther Kölz, der die Geschäftsführung während der Vakanz kommissarisch übernommen hat. Der 56-Jährige ist derzeit Dozent für Chorleitung und Bildungsreferent an der Landesmusikakademie Nordrhein-Westfalen. Am Hohner Konservatorium in Trossingen werden Akkordeonlehrer ausgebildet. Träger der Institution sind die Stadt Trossingen, der Landkreis und die Firma Hohner. Derzeit wird im Elektronikmuseum Tettnang ein Farb-TV-Koloss instand gesetzt. Als das 275 Kilogramm schwere Gerät im November 2017 angeliefert wurde, war schnell klar, dass es sich um etwas Besonderes handeln muss. Seitdem sind die Technikenthusiasten dabei, in ihrer Freizeit die Elektrik des wahrscheinlich einzigartigen Prototypen von 1963 zu prüfen, Schaltpläne zu erstellen und die Teile zu reinigen. Ihr Ziel? Das Gerät soll laufen. Doch das wird wohl noch dauern. Immerhin sind mehr als 1500 Einzelteile verbaut. Zurück im Journal geht es weiter bei uns mit dem Kultmusical Phantom der Oper. Das tourt derzeit quer durch den gesamten deutschsprachigen Raum und hat gestern Abend in Friedrichshafen Station gemacht. Wie es dort aussah und was Stars des Ensembles immer noch an diesem Musical fasziniert, das hat unser Team vor Ort erfahren. Während die Darsteller noch hinter der Bühne auf ihren Einsatz warten, geht es oben schon heiß her. Denn das Musical Phantom der Oper gastiert am Bodensee. Die Inszenierung hält sich dieses Mal näher an die Romanvorlage als das Kultmusical von Andrew Lloyd Webber. Das hatte vor mehr als 30 Jahren einen wahren Musical-Hype ausgelöst. Und auch heute noch wird die Geschichte um Liebe und dunkle Geheimnisse weltweit aufgeführt. In Friedrichshafen können die Weltstars Deborah Sasson und Uwe Kröger zwar nur vergleichsweise wenige Besucher anlocken, doch für den Stargast in der Rolle des Persers hat das Musical nach wie vor nichts an seiner Faszination verloren. Die Begeisterung, warum ich dieses Genre schon über 30 Jahre jetzt mache, ist, dass die Musik im Musical noch mehr als in der Oper und als in der Operette quasi dort beginnt, der Gesang, wo das gesprochene Wort nicht mehr weiterkommt. Und zwar, wo eine andere Dimension quasi, als würde man noch ein Schäufelchen drauflegen, was Musik ja tun kann. Musik geht ja direkt ins Herz. Ein gesprochenes Wort nicht unbedingt. Dafür, dass die Musik auch hier direkt ins Herz geht, ist Sebastian Peter Zippel aus Dresden zuständig. Der Dirigent ist eigentlich auf Wagner und alte Musik spezialisiert. Doch auch das Musical-Genre hat für ihn seinen eigenen Reiz. Was mich besonders reizt, ist dieses Reisetheater. Man spielt jeden Tag woanders. Es ist nie alles gleich. Auch die Bühnen sind mal groß, wie hier, im großen Orchestergraben. Es gibt aber auch Bühnen, die sind so winzig klein, dass wir wirklich vor der Gase manchmal
so einen kleinen Eiertanz haben. Und wo das Orchester auch zum Teil nicht im gleichen Raum ist. Also wir hatten zum Beispiel in der Stadthalle Balingen gespielt, da musste das Orchester im Konferenzraum nebenan spielen. Da haben wir dann über Monitore kommuniziert. Das ist dann auch nicht so einfach. Die Starbesetzung glänzt auf der Bühne. Uwe Kröger stand 2006 selbst als Phantom auf der Bühne und synchronisierte Hollywood-Star Gerald Butler in der Verfilmung. Er kennt das Musical also in- und auswendig. Dass er bei dieser Produktion trotzdem nochmal mitmacht, war für ihn klar. Selbst in einer vermeintlich kleineren Rolle. Ich suche mir Rollen danach aus, wie spannend sie sind zu erzählen. Wenn sie nichts zu erzählen haben, dann mache ich es nicht. Und das hat nichts mit der Größe zu tun, sondern einfach das hat was mit der Figur zu tun. Ist die spannend? Ist sie lustig? Kann man was erzählen? Macht sie eine Wandlung durch? Hat sie ein Geheimnis? So suche ich Rollen aus. Bis Ende Februar tourt das Stück noch quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von echten Profischauspielern zu denen, die das vielleicht noch werden wollen. Jedes Jahr gibt es nämlich in Ravensburg anlässlich des Rutenfestes ein Schülertheater, das sogenannte Rutentheater. In diesem Jahr mit dem Stück Aladdin und die Wunderlampe. Unter den Schülern der Ravensburger Schulen sind die Theaterrollen heiß begehrt, aber die Plätze sind natürlich begrenzt. Unsere Journalreporterin Alena Ehrlich hat einen Castingtermin besucht. Sie alle wollen mitmachen. Beim Casting für das diesjährige Rutentheater ist der Andrang wieder einmal groß. Fast 170 Schüler wollen dabei sein. Und so schlüpfen sie schon beim Casting in ganz unterschiedliche Rollen. Die Mädchen der 5. und 6. Klasse sollen ihr Schauspieltalent als laute Marktfrau und besorgte Zofe zeigen. Die Jungs sollen zeigen, dass sie sowohl einen Dieb als auch einen frechen Papageien spielen können. Auch wenn die Plätze am Schluss nicht für alle Kinder reichen, die Schüler haben mächtig Lust darauf, beim Rutentheater mitzumachen. Theater macht mir einfach Spaß. Ich spiele schon seit ich im Kindergarten bin Theater und es ist für mich einfach eine Lebensleidenschaft. Also ich finde es einfach cool, auch auf der Bühne zu stehen. Letztes Jahr war ich mit dem Ballett dabei und es hat mir einfach so Spaß gemacht, dass ich dieses Jahr auch zum Casting gekommen bin. Also ich gucke es mir wirklich jedes Jahr an und ich wollte eh immer schon mitspielen. Trotz doppelter Besetzung gibt es aber nur Rollen für 90 Kinder. Für Bodo Klose und seine Jury bedeutet das am Ende der beiden Castingtage die Qual der Wahl. Wir suchen die Kinder aus nach Ausdruck, nach Sprache und nach dem, wie sie einfach im Casting direkt sich verhalten. Ob sie die Rolle rüberbringen, Lautstärke, wir müssen im Konzerthaus laut sein, ob das klappt und ob sie es einfach schaffen, die Stimmung rüberzubringen. Und die Kinder geben alles. Ein bisschen Aufregung ist aber natürlich auch dabei. Also ich konnte mehrere Nächte nicht schlafen. Also ich habe schon mal mitgespielt und deswegen hält sich die Aufregung in Grenzen. Natürlich ist man aufgeregt, ob man genommen wird, aber mal schauen, ich gebe mein Bestes. Ich war heute Morgen schon sehr aufgeregt. Ja, jetzt geht's wieder einigermaßen, aber ich glaube, wenn ich dann drin stehe, geht's wieder hoch. Weil man sich darauf freut. Also es ist schon was Besonderes, dass man da reinkommt. Beim Rutentheater sind Schüler aus allen Ravensburger Schulen und Klassenstufen mit dabei. Die großen Rollen sind in diesem Jahr natürlich Aladdin und der Geist aus der Lampe. Doch auch für die jüngeren Schauspieler gibt es tolle Charaktere, zum Beispiel ein freches Äffchen. So richtig los geht die Arbeit an dem Stück aber erst, wenn die Schauspieler ausgewählt sind. Ich freue mich auf den Probenprozess, wenn ich mit den Kindern arbeiten kann, dass die Rollen entstehen. Ich lasse den Kindern auch Gestaltungsspielraum, dass sie sich einbringen können. Und wenn dann ein Aladdin, eine Prinzessin, ein Sultan, ein Geist aus der Lampe, wenn das alles entsteht und die Kinder dann auf der Bühne aus sich herausgehen, das ist großartig. Jetzt steht für Bodo Klose und seine Jury aber erst einmal der unangenehme Teil ihrer Arbeit an. Sie müssen bis zum Wochenende entscheiden, welche Kinder beim Rutentheater mitspielen dürfen und welche in diesem Jahr nicht dabei sind. Ein ganz schön sportliches Unterfangen, ein Laientheater von guter Qualität auf die Beine zu stellen, gelingt aber trotzdem in jedem Jahr sehr gut in Ravensburg. Sportlich geht es jetzt auch bei uns weiter, und zwar mit dem Regiosport im Überblick. Beim abschließenden Spielwochenende der Hauptrunde in der Eishockey-Oberliga Süd haben die EV Lindau Islanders 3 Punkte ergattern können. Vor heimischer Kulisse besiegte die Mannschaft von EVL-Spielercoach Chris Stanley am Freitagabend den SC Rissersee mit 4:1. Am Sonntagabend unterlagen die Lindauer beim Spitzenreiter EC Peiting, klar mit 1:8.
Ravensburger Judoka erkämpfen Platz 2. Die Judoka-Männer des TSB Ravensburg haben beim bundesweiten Mannschaftsturnier in Lohr am Main den 2. Platz erzielt. Nach Siegen gegen Gastgeber Lohr und die Kampfgemeinschaft Berlin-Erlangen unterlagen die Ravensburger erst im Finale. Dort war Bundesliga-Aufsteiger VfL Sindelfingen zu stark für die TSBler. Christian Winker vom SSV Speichingen hat einen erneuten Sieg beim Traditionsrennen rund um Neukirch verpasst. Der Skilangläufer absolvierte die 4 Runden auf der 2 Kilometer langen Strecke in 19,18 Minuten. Der Gewinner Moritz Weidelich vom SCN Klösterle war 17 Sekunden schneller als der Vorjahressieger aus der Primstadt. Dritter wurde Tobias Horelt aus Niederwangen in 20,09 Minuten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich jedenfalls bin kein Freund von halben Sachen. Was den Winter angeht, bislang zumindest, ist das jedenfalls nicht Fisch und auch nicht Fleisch. Ich finde, er könnte jetzt mal richtig ankommen. Eben ganz oder gar nicht. Corinna Borau weiß, was Sache ist. Guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Zwischen einem Tiefdruckgebiet über Griechenland und hohem Luftdruck über den britischen Inseln haben wir es mit einer nordöstlichen Strömung zu tun. Das bedeutet, kalte Luft gelangt nach Deutschland und diese hat auch noch Feuchtigkeit hier von der Ostsee im Gepäck. Das bedeutet, wir haben nicht nur viele graue Wolken, sondern auch noch Schneefälle. Denn die Temperaturen, die erreichen maximal 2 Grad. In den höheren Lagen haben wir Dauerfrost und die Schneefälle fallen sogar teilweise etwas kräftiger aus, besonders im Bereich der Schwäbischen Alb und auch hier entlang des Alpenrands. Am Rhein ist es dann schon häufiger trocken. Die Sonne sehen wir aber am Donnerstag so gut wie gar nicht. Erst am Nachmittag kann es im Norden ein wenig auflockern. Rund um den Bodensee bleibt es aber trüb, das bei Temperaturen meist so zwischen minus 2 und 1 Grad und es gibt weiterhin teils kräftige Schneefälle. Es bleibt also winterlich und besonders die Nacht auf Freitag wird dann ziemlich knackig kalt, bis zu minus 7 Grad sind drin. Auch tagsüber bleiben wir im Dauerfrost. Am Freitag und Samstag gibt es aber zumindest dann eine kleine Schneepause und die Chancen auf ein wenig Sonnenschein. Die Temperaturen steigen dann weiter. Es mischen sich dann immer wieder Regentropfen zum Schnee. Es wird also insgesamt matschiger. Am Dienstag noch die ersten Chancen auf etwas Sonnenschein. Das bei Höchstwerten dann von 3 oder sogar 4 Grad. Das war's für heute mit Corinna und mir. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle das Journal Dream Team Janina und Corinna. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und sage eine erholsame Nacht. Bis bald.